Leute, willkommen zurück zu Baba Is You. Ich muss das Spiel noch ein bisschen lauter drehen. Ich habe jetzt eine halbe Stunde hier garantiert rumgeschoben, bis ich dieses Level hier wirklich als Level hatte. Es war wirklich, also es war wirklich die Hölle. Aber ich habe es geschafft. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, aber es ist vollbracht. Jetzt kann ich so schöne Sachen machen wie Dust is Level. Ich hätte eventuell noch was vorher machen sollen, aber ist egal. So. Muss bloß das Ding von dem Level halt runterkriegen. Ich weiß, wir waren eigentlich in den Depths, aber hier den Teil habe ich auch noch nicht gemacht. Moment, was? Dust is Level ist gar nicht vorgesehen. Sind Level, die man nicht betreten kann, okay. Dann weiß ich nicht, was ich hier noch completen soll. Muss ich leider ganz ehrlich sagen. Weil jetzt habe ich hier Level. Water war ein Level, Rock war ein Level, Level ist ein Level. Einzige, was noch übrig war, war das, das ist ein Level. Baba war auch schon ein Level. Eigentlich war alles schon mal ein Level. Dann gehen wir halt nochmal da unten rein. Wir haben hier nämlich immer noch das Problem, ich weiß nicht, wie man Flag a Spin macht. Habe jetzt eine halbe Stunde da eben rumprobiert und es einfach nur, damit ich am Ende sehe, es funktioniert nicht. Man könnte auch theoretisch Level is Key machen, aber das bringt halt auch nichts. Deswegen, ich weiß nicht, was es da oben noch gibt. Dementsprechend, ich gucke jetzt mal nach, wie man jetzt gewinnt. So. Also, eins oder drei in einen Totenkopf verwandeln, das haben wir. Fünf into. What? Okay. Wir sind offenbar. Offenbar eine Transformation falsch. Das hier habe ich als relativ simpel gesehen. Aber offenbar ist es das. Okay, wartet mal. So. Ist gerade ein bisschen meh. So, Wall ist nicht mehr Stop. Jetzt sind wir nicht mehr das Level. Oh, Moment. Hier gemacht Meme.
Wie ist Level? Das ist ja. Das ist ja Quatsch. Sondern wir müssen ja sagen, Level ist Me. So, jetzt haben wir Level 5 als Me. Was bringt uns das? Ach, kann ich. Ah, jetzt kann ich da durchlaufen. Okay, und jetzt kann ich sagen, Baba ist Grass. Jetzt komme ich hier rüber zu Flag is Win. Ach, deswegen ist das hier noch nicht fertig. Uns fehlt hier noch eine Stage. Orb ist Bonus, Flag ist Win. Dann gehen wir mal Win. Not Baba. Und die Karte ist vollständig, okay. Moment, heißt das... Sekunde. Das würde bedeuten, wir haben sie alle. Wir haben's. Weil hier drüben, die Devs, die haben wir. Die werden aber noch nicht als komplett angezeigt. Irgendwas fehlt. Aber ich kann nicht sagen, Water ist Level. Krieg ich nicht hin. Flag is Win, aber... Kann ich machen, Flag is Level? Ich glaube, das geht. Ich glaube, das ist das Letzte, was uns derzeit fehlt. Ich möchte probieren, ob wir das schaffen. Aber dafür müssten wir eins wegkriegen. Ich muss die Fläche ja auch pushen können, ne? Das ist das nächste Problem. Warte mal. Sage, Flag ist. Flag muss Level sein. Könnte Flag in Skull ändern. Aber das ist ja Quatsch. Theoretisch bräuchten wir Flag ist Push. Wenn ich eins auch noch in Skull ändere, bringt uns das irgendwas? Ich glaube, nein. Momentchen mal. Nee, du bist 5, ne? Ich meine, es gibt hier eine Subworld. Angeblich. Angeblich, wenn wir Mii haben, können wir in das Subworld. Das ist doch Quatsch, oder?
bin jetzt gerade so ein bisschen geschockt, dass da steht, wir kämen in eine Subworld hier noch, aber dafür müssten wir Level 5, die extra 5 haben. Was ist denn? Welches ist denn extra 5? Wahrscheinlich entweder Key oder... oder Flag ist, aber Key ist ja nicht. Key ist ja bloß Push und Open. Das heißt, eigentlich müsste es Flag sein, aber wie... wie mache ich das denn? Extra 5 Endless Corridor. Das haben wir nicht. Wisst ihr, ich habe eigentlich gedacht, wir sind jetzt langsam mal durch. Ja, es ist wirklich in der Flagge. Die Frage ist, wie komme ich da dran? Zweite Lösung, bei der man Level 3 in, also die, auf der wir gerade sind, in eine Flagge verwandelt und Level 1 in ein Schädel. So, wie mache ich das jetzt? Wie kriege ich das da raus? Also meine Idee wäre, ich mache das hier auch zu einem Schädel. Moment, das kann ich ja nicht, das ist ja nicht 1. Ach, wir sind in 1. Sekunde, ja. Wir haben 1. 1 ist geil. Dann habe ich es, glaube ich, gerade kaputt gemacht. Ist egal, ist egal. Es löst ja nach wie vor unser Problem nicht. Gut gemacht, hab ich's. Ja. Ich hab gedacht, wir sind mit Baba Is You irgendwann mal fertig. Aber nein. So. Moment, was? Okay, ich muss den Teil hier nochmal resetten kurz. Ich muss hier machen, Level is push. Aber ich muss auch Baba hier irgendwie wegkriegen, oder? Okay, ich verstehe jetzt. Jetzt kann ich alles hier im Level rumpushen, was ich will. Könnte ich notfalls sogar Baba wegpushen? Nee, weil das hält mich an. Alles klar. Gut. Also.
Ich verstehe nicht so ganz, was die von mir wollen. Achso, das soll ich aus dem Weg schieben. Und das soll ich aus dem Weg schieben. Dann soll ich Level hier rüber packen. Bom, Baba ist Gras. Alles klar, habe ich. Baumfleck ist Level. Aber ich kann doch jetzt die Flag immer. Achso, Moment, ich muss ja nicht die Flag schieben, ich muss ja bloß das Wort Flag schieben. So doof. Ja. Genau, das. Da habe ich irgendwo zwischendrin einen Denkfehler reingekriegt. So, Flag ist Level und jetzt können wir hier ans Letzte dran. Und ich dachte mal, wir sind irgendwann mit Baba Is You fertig. Aber wie der endlose Flur endet hier alles nicht. Okay, das ist falsch, was da passiert. Aha. Okay, ich sehe schon. Das bedeutet, wenn ich hier so durchgehe, mache ich es mir selber kaputt. Das wäre ja Quatsch. Hiki ist Shift. Baba Is You. Ja, unsere Startposition. Ich habe gedacht, ich kann mich hier so ein bisschen zusammen bewegen, aber dann war das falsch. Okay. Warum ist Keke Schiff? Skull ist Pull. Warum wird der Skull gepullt? Next ist Float, Rock ist You. So, damit ich ihn nicht wieder zurückbewegen kann. Klar. Okay. Okay. Nochmal neu. Obwohl doch der Einschuss. Was? Wäre es so schlimm, wenn Keke es Baba wäre? Natürlich ganz doof dahingestellt. Moment, jetzt. Ah, wartet mal. Wenn ich das so mache, dann bewege ich mich doppelt jetzt. Eventuell kann ich das ausnutzen.
Nein. Ich wollte das KKSU benutzen. Bitte sagt mir, ihr versteht, was ich machen wollte. Okay, aber die Grundidee ist, glaube ich, richtig. Aber ich glaube, hier drüben habe ich bereits zu viel Zeit verballert. Ja, ich muss das irgendwie hinkriegen, ohne so viel Zeit zu verbrauchen. Was sagt denn eigentlich unsere Uhr? Wie viel Zeit habe ich denn schon drauf? Oh, viel zu viel, Leute. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Baba Is You. Bis dann, euer Wolf.